Moin Leute, was geht? Mein Name ist Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute teste ich mal den Schafter V12, eine gepanzerte Limousine. Und auch wenn jetzt Leute zuschauen sollten, die nichts mit Autos, mit GTA zu tun haben oder mit Zocken oder mit diesem ganzen Let's Play Mist, solltest du trotzdem mal zuschauen, weil es trotzdem interessant ist, weil ich mein Auto sehr gut getunt habe. Ihr seht schon natürlich, die Farbe ist richtig signalgelb. Ich weiß nicht, wie die Farbe nennt, ob man die Türkis nennt oder blau oder hellblau. Habe ich die Spoiler, so die Felgen, oder wie heißt das? Felgen, glaube ich, ja. Blau gemacht. Kotflügel habe ich auch noch gemacht und ja, Innenausstattung habe ich grün gemacht. Aber wir machen heute einen sogenannten Beschusstest dieses Autos. Und das wird ganz interessant werden, weil es einfach spannend ist. So. Dieses Auto hält Kugeln ab. Es ist ausgestattet mit Panzerglas und natürlich mit Panzerstahl. Jedes Auto in GTA 5. Zoom mal ein bisschen näher ran. Jedes Auto in GTA 5 hat automatisch Panzerstahl, weil die Kugeln nicht den Stahl durchdringen. Was einfach so, ja, ist einfach nicht möglich. Es wäre viel zu kompliziert, wenn die Kugeln auch durch Wände gehen können. Und also so wie in Call of Duty. Das ist hier nicht. Also ist jedes Auto, hat jedes Auto irgendwie Panzerstahl. Wir testen das jetzt mal. Wir beschießen jetzt mal die Scheiben. Das sind ja die Schwachstellen. Und ich habe hier eine Pistole. Eine Gefechtspistole und Pistole Kaliber 50. Aber wir nehmen natürlich Pistole Kaliber 50. Wupp. Schauen wir mal, was der Schaden angerichtet hat. Ja, das Panzerglas hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Kein Durchschuss. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schuss und die Scheibe ist angebrochen. Jetzt besteht noch keine Gefahr. Jetzt machen wir mal 8, 9, 10. Und ab 10 Schuss ist die Scheibe hinüber. Nicht ab 15. Bei Kaliber 50 reichen nämlich weniger Schuss. Jetzt nehmen wir mal eine ganz normale Billigknarre. Die Gangster in GTA benutzen die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Eine Billigknarre ist kein Problem. Nun nehmen wir die Schrotpistole. Sie wird sehr oft eingesetzt, um großen Schaden zu verursachen. 1, 2, 3, 3 Schuss. In der Regel werdet ihr natürlich schon aus der Gefahrenzone. 4, 5, 6. Ihr seht, es ist verdammt gut gepanzert. Ja, ihr seht, die Scheiben sind leider nicht unzerstörbar, auch wenn ich ein paar Zentimeter neben dem ersten Einschlag auf die Scheibe schieße. Die Kugel springt eben nach einer exakten Zahl. Zum Beispiel 7 bei Kaliber 50 oder bei der Billigknarre ab 15 Schuss. Das ist immer dasselbe. Aber es ist ein gutes Fahrzeug, muss ich wirklich sagen. Moin Moin. King Monkey. Ach, verdammte Scheiße. King Monkey hat mich getötet. Nein! Das gibt's ja nicht. Ich hoffe, der Beschusstest hat euch gefallen von dem Auto. Ich kann es euch empfehlen. Es ist das bestgepanzerte Fahrzeug, was es halt gibt in GTA, was wirklich brauchbar ist. Der Rest, das ist wirklich nicht gerade feierlich. Besonders der Panzer, wo der Geschützturm sich immer mitbewegt. Und ganz, ganz schlimmes Fahrzeug. Wobei der Panzer eigentlich ein ganz schönes Fahrzeug wäre. Aber die Ego-Perspektive und die Drittpersonen-Perspektive ist einfach unter aller Sau. Sieht einfach beschissen aus, mit dem Panzer zu fahren. Also empfehle ich es euch nicht so, aber schafft er. Den könnt ihr euch holen.
das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer TuGamesCom auf der Sony PlayStation 4. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao. So. Blattschuss. Waldmanns Heil.